Mit der letzten Sendung endet auch unsere Reihe Leadership im Sport. Hier haben wir in Anlehnung an das Modell von Blake und Mouton eine Analyse von Führungsstilen bei verschiedenen Sportarten durchgeführt. Wichtig dabei sind die beiden Dimensionen Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung. Aufgabenorientierung heißt hierbei, der Trainer konzentriert sich nur auf das Erreichen von Gewinnen und Erfolgen und nicht auf das Zwischenmenschliche. Spricht man von Beziehungsorientierung, so ist gemeint, dass die Ausrichtung auf Verständnis und Unterstützung sowie das Bemühen des Trainers um die Zuneigung seiner Spieler im Vordergrund steht. Diese beiden Dimensionen bilden also dann die Achsen der Matrix. Dabei entstehen folgende fünf Trainerführungsstile. Der Minimalist unternimmt nur minimale Anstrengungen zur Erledigung der geforderten Aufgaben. Weder Aufgaben noch Beziehungsorientierung sind hier hoch ausgeprägt. Der Drillmeister beschränkt den Einfluss persönlicher Faktoren auf ein Minimum und praktiziert ein hohes Ausmaß an Aufgabenorientierung. Der Förderer zeichnet sich durch hohe Beziehungsorientierung und geringe Aufgabenorientierung aus. Der Teammanager hat eine hohe Leistungserwartung an die engagierte Mannschaft und erwartet gemeinschaftlichen Einsatz für das Mannschaftsziel, verbunden mit Vertrauen und gegenseitiger Achtung. Sowohl Beziehungsorientierung als auch Aufgabenorientierung sind hier sehr hoch ausgeprägt. Führt ein Trainer im Führungsstil der Waage, so wird ein Gleichgewicht hergestellt zwischen der Notwendigkeit, die Leistung zu erbringen und der Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Moral in der Mannschaft. Anhand dieser Theorie haben wir Fragebögen für Mannschaft, Trainer und Kapitän entwickelt und mit diesen Fragebögen im Gepäck verschiedene Sportvereine besucht. Wir waren bei der Herrenfußballmannschaft des SV Waltershofen, bei der Damenfußballmannschaft des 1. FC Saarbrücken, bei den Judoka des ATV und Duttweiler, haben die Handballer des VTZ in Zweibrücken und die Saarland Hurricanes besucht, sowie dem Team von Rallyefahrer Dennis Urgatz über die Schulter geschaut. Trainer und Mannschaftskapitäne haben für uns verschiedene Erfolgsfaktoren im Hinblick auf deren Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg geordnet. Das Pampern einzelner Spieler liegt dabei bei weitem auf dem letzten Platz. Es folgen mit zunehmender Wichtigkeit die Autorität des Trainers, Taktik, das Vertrauen der Spieler in den Trainer und die individuelle Leistungsfähigkeit der Sportler. Der drittwichtigste Erfolgsfaktor ist die Motivation. Auf dem zweiten Platz steht die körperliche Fitness der Sportler. Die wichtigsten Faktoren für den sportlichen Erfolg sind die Disziplin und der Teamgeist. Unsere Analyse des Führungsverhaltens hat gezeigt, dass in der Regel in allen Sportarten der Führungsstil des Teammanagers dominiert. Dabei zeigt sich in der Vor- und Nachbereitungsphase im Durchschnitt eine leichte Tendenz zum Drillmeister. Wir haben viele Gespräche mit den verschiedenen Führungspersonen geführt und sind dabei auf interessante und unterschiedliche Persönlichkeiten gestoßen. Eine Message wurde dabei ganz deutlich: Führung ist immer situativ. Thank you.